Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein wichtiger Teilerfolg im Kampf gegen das sogenannte Freihandelsabkommen CETA, das in Wahrheit ein Konzernschutzabkommen ist. Denn das Verfassungsgericht hat der Bundesregierung ganz klare Maßgaben gemacht und Auflagen gemacht, die sie erfüllen muss, bevor sie im Rat jetzt tatsächlich einer vorläufigen Anwendung dieses Abkommens zustimmen darf. Es muss zum Beispiel ganz klar sein, in dem Augenblick, wo Bundestag und Bundesrat nicht zustimmen, muss es die Möglichkeit geben, sofort die vorläufige Anwendung des Abkommens zu beenden. Es sind auch noch mal deutlich Bereiche benannt worden, die nicht unter die vorläufige Anwendung fallen, die bisher von der Europäischen Kommission noch darunter gefasst wurden. Das heißt, da muss nachverhandelt werden. Und anders als beim SPD-Konvent, dessen Auflagen Herr Gabriel offensichtlich überhaupt nicht umzusetzen gedenkt, ist es natürlich bei den Auflagen des Bundesverfassungsgerichts so, dass wir genau hingucken werden, ob das umgesetzt wird oder nicht. Und sollten wir das Gefühl haben, da versucht sich die Bundesregierung herumzumogeln, dann werden wir uns wieder in Karlsruhe sehen, und zwar sehr bald.